Hallo zusammen, ich bin Dominik Kerni, habe die Ausbildung zum Automobilfachmann gemacht. Jetzt habe ich den Mechatroniker angehängt und Beruf ausgewählt habe ich eigentlich durch den Grossvater. Der hatte einen Einmalbetrieb als Holztransporteur. Was mir am Beruf gefällt, ist die abwechslungsreiche Technik bezüglich Fahrwerk, Antriebsstrang, die ganzen Sachen. Und nach der Ausbildung wird ich, so wie es aussieht, weiter auf dem Beruf arbeiten, aber vielleicht noch eine Weiterbildung dranhängen. Hallo zusammen, ich bin Jorge Kessler. Ich habe den Beruf ausgesucht, weil als erstes habe ich eine Lehre gemacht als Metallbaupraktiker. Die habe ich abgeschlossen. Dann habe ich mich bewerben als Detailhandelsfachmann in einem Nutzfahrzeugbetrieb. Durch das halt die Lehre schon vergeben war, hat mir der Chef dann angerufen von diesem Betrieb und hat mir gesagt, ich soll doch als Mech schnuppern. Das habe ich dann auch gemacht. Der Beruf hat mir dann sehr gefallen. Und der Beruf ist vielseitig, abwechslungsreich, man lernt viel. Man kann dann auch selber bei seinem eigenen Auto gebrauchen. Das gefällt mir eigentlich relativ gut daran. Und was ich nach der Ausbildung als Mechatroniker machen will, ist Kundendienstberater. Das haben wir so vorgestellt.